dann mal willkommen bei einem neuen Let's Play. Hat lange gedauert, nach den ganzen Let's Whatevers. Ja, ich bin nicht alleine, ich habe meine Co-Kommentatorin dabei. Mondfalke, Applaus! Ja, natürlich. Ja, und das ist mal ausnahmsweise mal ein Let's Play, das blind ist, denn ich kenne das Spiel noch nicht. Ja, Schande über mein Haupt, ich weiß. Aber Fake kennt's, soweit ich weiß. Ja, auch wenn es lange her ist, dass ich es gespielt habe. Ja, aber das macht nichts. Und wir wollen damit dann mal langsam anfangen. Und, ja, keine Sorge, wir werden also die, ja, wir werden das andere auch noch weitermachen, nur keine Sorge. Ich glaube, wir spielen wieder mal erst als die hier, ne? Ja. Trainingscamp starten. Sollen wir das machen? Da bist du halt im Tutorial. Ja, kann jetzt schaden nicht, dass ich wieder hier so eben lang rumsitze und versuche, den Bauhof aufzubauen. Wir machen einfach mal das Tutorial. Einfach mal, weil ich es noch nicht kenne. Oh. Guten Morgen, Commander. Und ja, willkommen bei der Grundausbildung. Jo, ich glaub, da wir Krieg haben, erhalten Sie nur einen Crashkurs. Vor uns sehen Sie die Oberfläche zur Steuerung des Schlachtfeldes. Damit können Sie jeden Soldaten auf dem Feld steuern. Beginnen wir mit dem neuen Rekruten in der Mitte des Bildschirms. Bewegen Sie ihn von der Kaserne weg ins Feld hinein. Links klicken Sie auf den Soldaten, um ihn zu markieren. Klicken Sie dann auf den Boden, um ihn zu diesem Ort zu bewegen. Wäre toll, wenn er auf dem Wege nicht getötet wird. Sie haben die schwere Aufgabe bestanden, einen einzelnen Soldaten zu steuern. Ah, ja. Versuchen Sie nun dasselbe mit einem Trupp. Zum Auswählen des Trupps links klicken und die Maustaste gedrückt halten. In diesem Modus... ...können Sie ein Kästchen um alle Ihre Männer ziehen. Ha! Gut, das reicht also gut. Mehr brauche ich nicht wissen. Danke. Tschüss. Ja, verlassen. Gefechtskontrolle beendet. Ja, ja, ja. Gut, das war das. Kleiner Einblick, neue Kampagne. Wir fangen als die Alliierten an, ne? Ja. Gut. Nichts mehr rein in... Au! Was haben wir das Commander, jetzt mal? Guten Morgen. Wir haben das Lazarus-Notfallprogramm des Präsidenten erfolgreich eingeleitet. Ich bin Lieutenant Eva, Nachrichtenofficer und unterstehe Ihrem Befehl. Und da Sie der einzige Commander sind, der noch lebt, kann ich sehr froh sein über diesen Job. Oh, wie nett. Es sieht aus, als hätten wir es mit einer geballten Sowjetinvasion zu tun. Fast alle unsere Städte sind belagert und unsere Streitkräfte sind erheblich dezimiert. Bitte einen Augenblick, Commander. Wir erhalten eben eine Nachricht von General Carvel aus dem Pentagon. Das wird lustig. Ich hoffe, Sie sind gut erholt, Commander. Weil Sie seit 0800 die Kontrolle haben über alle Satelliten, Basen, Flugzeuge, Panzer, Unteroffiziere, Frauen und Kinder in den östlichen Vereinigten Staaten. Sie unterstehen dem Präsidenten. Und Sie unterstehen mir. Ja, ja, ja. Ihr Führungs- und Sicherheitsofficer wird der Lieutenant sein. Die Vorarbeit für diese Mission macht Special Agent Tanya. Oh, Tanya. General, ich hoffe, der Commander weiß Bescheid. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin sicher, Tanya vertraut Ihnen voll und ganz, Commander. Ach, oh, na klar. Tja, Sie halten Ihren Kopf hier draußen ja nicht hin. Sie ist die Beste, das sage ich Ihnen. Aber Sie verstehen sich besser auf die Sowjets. Sie starten unverzüglich. Erster Stopp New York. Der Lieutenant hat noch weitere Details. Ach, weißt du, ich bin froh, dass ich kürzlich sind die Sowjets mit Amphibientransportern auf Manhattan Island gelandet. Nett. Sie nehmen die Stadt nun systematisch mit ihren Bodentruppen ein. Ich glaube, das sage ich, wenn die fertig sind. Fort Bradley befindet sich noch in unseren Händen, aber die Kommunikation ist abgeschnitten. Wenn Sie Agent Tanya ins Fort einschleusen, wird sie die Verbindung wiederherstellen. Viel Glück, Commander. Ja, ja. Wann gehört auch Glück dazu? Gefechtskontrolle aktiviert. Muss meine Maus. Die sowjetische Marine greift die Freiheitsstatue an. Wir können sie nicht gewähren lassen. Sir, tun Sie doch was. Eintreffende Nachricht. Wenn ich meine Maus wieder hätte, wäre ich glücklich. Tanya hier. Und jetzt kommt's. Im Hafen haben wir kommunistische Dreadnoughts ausgemacht. Anscheinend planen sie eine Sightseeing-Tour auf dem Hudson River. Ich denke, wir sollten ihnen eine ganz besondere Tour ins Flussbett bieten. Klingt super. Aha, ich habe meine Maus Ende. Wieder. Endlich. Gefechtskontrolle online. Ich wollte sagen, ich bin froh, wenn es so abgeht, dass ich meine,
Einheit befördert. Super. Mein Energy-Drink hier habe. Und soweit ich weiß, bin ich da ja nicht alleine, ne? Nee. Ich glaube, den tue ich mir jetzt auch mal gut. Einheit befördert. So viel dazu. Primäres Ziel erreicht. Prost, Leute. Prost, Gesundheit. Einheit verloren. Ja, das würde ich auch sagen. What the fuck? Eintreffende Nachricht. Ich habe ein ganz besonderes Angebot für alle Einwohner der Vereinigten Staaten im Namen der großen Sowjetunion. Schaut euch eure Freiheit an. Da liegt sie zerbrochen vor euch. Sehr bald, in absehbarer Zeit, werdet ihr der früher so glorreichen und so mächtigen Stadt New York nachfolgen und zertrümmert werden. Ja, ist klar. Es ist eure Wahl. Ihr könnt weiterhin eure Lage beklagen oder kapitulieren. Reicht uns die Hände der großen sowjetischen Revolution. Das hört sich nicht gut an, Sir. Wenn wir nicht schneller vorankommen, erreichen wir Fort Bradley nicht rechtzeitig. Bin unterwegs. Frag dich nur, wie wir am besten hinkommen. Jungs, kommt mal alle mit. Ja, oder auch nicht. Einfach mal dem Chef folgen. Ich bin hier. Ach so. Okay. Oder? Einheit verloren. Was? Wer? Das klingt ja super. Ständig verlieren wir hier irgendwelche Einheiten. Oh, da fährt Polizei vorbei. Cool. Mann, Jungs, bewegt doch mal eure Ärsche. Ja, die sind halt ein bisschen lahm. Ein bisschen ist gut. Ich kann doch sagen, wir wickeln einfach mal von alleine dahin. Das hat ja nicht ganz so gut funktioniert, merke ich gerade. Schieß die Säcke doch mal ab, Mensch. Danke. Ja, Baby. Wie wär's mit deinem Ziel? Shake it, baby! Wie wär's mit deinem Ziel? Ich bin unterwegs. Die hat eindeutig gute Laune. Glückwunsch! Wir haben Kontakt zu Fort Bradley. Sie übertragen Ihnen die Kontrolle der Basis und der Truppen. Eintreffende Nachricht. Gut gemacht, Commander. Wir haben wieder Kontakt mit dem Fort. Tanya hat uns Informationen über den Standort einer wichtigen sowjetischen Versorgungsbasis geschickt. General Carville wünscht die sofortige Vernichtung der Basis. Oh, und machen Sie weiter so, Sir. Produktion läuft. Bin dabei. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Training. Einheit bereit. Schon dabei, Boss. Oder? Einheit bereit. Ach, ich frage mich nur gerade, wie wir am besten da drüben hinkommen und das kaputt machen. Weil hier ist ja die Brücke eingestürzt. Erzsammler unter Beschuss. Was? Oh. Wie wär's mit deinem Ziel? Gesichert und geladen. Ja, ich mag die Hunde. Zeig mir den Weg. Zeig it, Baby. Aber Hunde setze ich ungern ein. So. Klar doch. Genau, das war ein sehr nützlich sein. Naja, ich weiß. Die Brücke scheint zusammengebrochen zu sein. Wir brauchen Ingenieure, um sie zu reparieren. Training. Eine meiner beiden Dämlichkeiten verschwindet gerade.
Aha, nett. Einheit bereit. Sir, das ist ein Ingenieur. Er kann alliierte Gebäude reparieren und feindliche Gebäude für uns einnehmen. Er ist viel klüger als sein sowjetischer Gegenspieler. Brücke repariert. Vorsicht vor diesen Öltanks. Die sehen nicht sehr stabil aus. Vielleicht können wir sie zu unserem Vorteil nutzen. Einheit bereit. Erzsammler unter Beschuss. Du machst sie so eine Hexe. Einheit befördert. Das ist sehr nett. Einheit bereit. Das war jetzt aber nicht böse gemeint. Das klang jetzt aber nicht so. Unsere Basis steht unter Beschuss. Hm? Hab dich lieb? Ja, ich dich ja auch, ne? Einheit befördert. Gut zu wissen. Ich muss mir diese Steuerung doch noch ein bisschen gewöhnen. Es ist halt was anderes, gell? Ja, es ist ein bisschen anders. So, wo war ich jetzt? Sir, ja, Sir! Grabe mich ein! Ich würde das Ding kaputt hauen, ne? Einheit befördert. Training. Wird das nicht irgendwie nochmal diesen. Neues Ziel erhalten. Ah, okay. Einheit jetzt. Bereit. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wie ich mir die Leute dazu kriege, dahin zu gehen, wo ich hin haben will. Einheit verloren. Klicken. Einheit bereit. Ja, klar. Einheit verloren. Einheit befördert. Erzsammler unter Beschuss. Einheit verloren. Jungs, sind nicht so doof befördert. In der Gegend rum. Haut doch mal die Typen einfach aufs Maul. Einheit verloren. Das musst du denen sagen. Einheit befördert. Was sind die doof? Soll ich da jetzt hin und macht euren Job, ihr Knallbürstchen? Training. Warum muss ich da gerade irgendwie einen Drachen ziehen? Einheit denken? Bereit. Ich weiß nicht. Klickzackwurst. Einheit befördert. Einheit bereit. Einheit befördert. Einheit verloren. Einheit bereit. Und wirst du mir heute auch noch im netten Energy-Drink saufen beistehen? Ja, ich denke schon, dass wir nachher noch einen holen. Schön! Erzsammler unter Beschuss. Einheit verloren. Meine einen hab ich ja vorhin schon gekillt. Einheit verloren. Training. Einheit befördert. Einheit bereit. Ach, da war noch ein Hund dabei? Was machst du denn da? Gehst du da wieder hin? Einheit bereit. Nein, aber wenn es geht, dann bleiben die Hunde lieber da, wo sie sitzen. Einheit bereit. Jo. Einheit bereit. Einheit verloren. Erzsammler unter Beschuss. Einheit verloren. Hm? Erzsammler unter Beschuss. Woher kenne ich das nur? Einheit befördert. Gute Frage. Geht doch nicht so nah ran, Mensch. Ich
primäres Ziel erreicht. Yay, wir haben gewonnen, glaube ich. Einsatz erfolgreich. Haben wir. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Mr. President, die Europäer werden uns sicher sehr bald um Hilfe ersuchen. Ja, Sir. Ich sorge dafür. Das ist nicht richtig. Wir sollten niemanden um Hilfe bitten müssen. Vor Premier Romanov zittert der ganze Kontinent wie Espenlaub. Romanov setzt seinen Bluthund General Wladimir auf unsere Airbases an. Seine Streitkräfte wüten im ganzen Land wie eine Herde wild gewordener Stiere. Um 0500 heute Morgen wurde eine große Anzahl sowjetischer Panzer gesichtet, und zwar in der Nähe der Air Force Academy von Colorado Springs. Sir, dringende Informationen von Agent Tanya von der Front. Die Sowjets scheinen die Academy erobert zu haben, General. Wieso erfahre ich erst jetzt davon, Agent Tanya? Die Airbase darf Wladimir nicht in die Hände fallen. Bei allem Respekt, Sir, wir waren sehr beschäftigt. Commander, holen Sie Tanya da raus. Sie steckt fest. Sie haben die Fähigkeiten dazu. Ich bin sicher, sie weiß es zu würdigen. Den Teufel wert! Ja. Wir haben wohl den Kontakt zu Tanya verloren. Mhm. Also los, Commander. Ja, doch. Hm? Ach, einfach nur, dass wir uns also vorher labern. Oh, die Mission, die ist witzig. Die ist witzig? Okay, einen Augenblick. Ich muss kurz meine Tür schließen und bin ich wieder da.